der anderen Seite haben wir ja fast 4 Millionen Menschen im Land, die Bürgergeld beziehen, davon 40% Migranten. Wie passt diese Rechnung eigentlich zusammen? Immer mehr Menschen sollen ins Land kommen und auf der anderen Seite haben wir, ich sage mal ganz salopp gesagt, immer mehr Millionen Menschen, die vom Staat leben, auf dem Sofa sitzen. Mhm. Wie geht das? Mhm. Das geht eben nicht. Es geht nicht. Die Rechnung geht nicht auf. Mhm. Ja, Sie können keine offenen Grenzen haben und ein tragfähiges Sozialsystem. Das schließt sich gegeneinander aus. Das geht nicht. Also so. Will die Bundesregierung tatsächlich den Sozialstaat unkontrolliert weiter aufblähen? Ist das dann die Konsequenz, die Sie darin erkennen können? Die Konsequenz dieser Politik ist, den Sozialstaat zu zerstören. Darum geht es. So, ich meine so, das ist die letzte Konsequenz von der Politik, die gerade betrieben wird. Ein Sozialstaat, ein Sozialsystem lebt davon, dass sie Beiträge einzahlen und dann eben im Fall, ne, also von Krankheit, Arbeitslosigkeit, auch Beiträge entziehen. Wenn Sie eine überbordende Politik betreiben, wo Hunderttausende, Millionen von Beziehern in das Sozialsystem hineinkommen, die aber vorher gar keine Beiträge mehr zuvor nicht geleistet haben, dann geht die Rechnung nicht auf. Dann zerstören sie ein Sozialsystem. Und das werden wir spüren, leider. Mhm.